Hallo zum Thema Datenbank und SQL. Heute befassen wir uns wieder mit einfachen Datenbankabfragen. Wir wissen bereits, wie wir die Ergebnistabelle auf einzelne Spalten einschränken können. Diese Ergebnistabelle kann aber immer noch zu viele Zeilen enthalten. Mit SQL können wir Daten gezielt selektieren, wodurch die Abfrage auf bestimmte Zeilen einschränkt. Wie das funktioniert, schauen wir uns nun in der Polizeistation an. Um die Ergebnistabelle auf gewisse Zeilen einzuschränken, müssen wir der Select-Anweisung eine Where-Klausel hinzufügen. Wir ergänzen daher um das Schlüsselwort Where, gefolgt von ein oder mehreren Bedingungen. Nur jene Zeilen, die diesen Bedingungen entsprechen, werden dann auch ausgegeben. Wenn wir die Ergebnistabelle durch Angabe von Bedingungen auf gewisse Zeilen einschränken, nennt man das auch Selektion. Lara und Amar haben bereits eine einfache SQL-Abfrage erstellt, in der sie die Vor- und Nachnamen aller Personen, die in der Datenbank gespeichert sind, anzeigen. Die Abfrage sieht so aus. Wir möchten jetzt aber nur Personen selektieren, die den Nachnamen Meyer haben. Dafür erweitern wir nun die bestehende SQL-Abfrage um das Schlüsselwort Where. Hier können wir nun die Bedingungen angeben, durch die wir die Zeilen einschränken. Für unsere Abfrage soll der Nachname eine bestimmte Bedingung erfüllen. Diese geben wir mit Nachname ist gleich Meyer an. Da Meyer eine Zeichenkette, also ein Text ist, muss diese unter Hochkomma gesetzt werden. Nun haben wir die Ergebnistabelle auf die gewünschten Kriterien eingeschränkt. Bedingungen können übrigens auch auf Spalten angewendet werden, die in der Ergebnistabelle nicht angezeigt werden. In der Bedingung können wir Texteinträge, also Zeichenketten, zum Beispiel mit gleich oder ungleich vergleichen. Je nach Datentyp gibt es noch weitere Möglichkeiten. Diese sind kleiner, größer, kleiner gleich und größer gleich. Damit können wir die verschiedensten Bedingungen formulieren. So können die KollegInnen hier in der Polizeiinspektion aufgrund von Zeugenaussagen zu Körpergröße oder aufgrund von gefundenen Schuhabdrücken Verdächtige ermitteln, falls diese schon in der Datenbank gespeichert sind. Wie zum Beispiel Name ist gleich Meyer, Blutgruppe ungleich A, Größe kleiner 2,10 oder auch Schuhgröße größer 38, aber auch Größe kleiner gleich 1,40 oder Schuhgröße größer gleich 40. Oft ist es auch notwendig, mehrere Bedingungen miteinander zu verknüpfen, um die Ergebnistabelle noch spezifischer einzuschränken. Wenn zum Beispiel das Geschlecht der gesuchten Person bekannt ist, können wir diese Bedingung zu unserer bisherigen Abfrage hinzufügen. Dafür verwenden wir die Schlüsselwörter AND und OR. Müssen zwei Bedingungen zutreffen, werden diese mit AND verknüpft. Das Ergebnis einer solchen Abfrage liefert dann nur Zeilen, die sowohl Bedingung 1 als auch Bedingung 2 erfüllen. In unserem Beispiel suchen wir alle weiblichen Personen mit dem Nachnamen Meyer. Daher verwenden wir in der Bedingung das Schlüsselwort AND. Und so erhalten wir die gewünschte Ergebnistabelle. Reicht es, wenn zumindest eine Bedingung zutrifft, verknüpfen wir die Bedingungen mit OR. Das Ergebnis einer solchen Abfrage liefert dann alle Zeilen, welche nur die erste, nur die zweite oder beide Bedingungen erfüllen. Suchen wir zum Beispiel alle Personen, die Meyer heißen, mit Nachnamen ist gleich Meyer, sowie alle weiblichen Personen mit Geschlecht ist gleich W, verknüpfen wir die beiden Bedingungen mit OR. Wie wir sehen, werden alle Personen mit dem Nachnamen Meyer aufgelistet, aber ebenso auch alle weiblichen Personen. Selbstverständlich kann eine Abfrage auch mehr als zwei Bedingungen enthalten. Dabei müssen wir beachten, dass AND vor OR ausgeführt wird. Das AND bindet nämlich stärker. Wollen wir hingegen, dass die OR-Bedingung zuerst ausgewertet wird, müssen wir diese in Klammer setzen. Schauen wir uns an einem Beispiel an, worin der Unterschied liegt. In unserem Beispiel wissen wir nicht, ob der Nachname Meyer mit EI oder mit AY geschrieben wird. Daher fügen wir die beiden Bedingungen Nachname ist gleich Meyer einmal mit EI und einmal mit AY hinzu. Diese verknüpfen wir mit dem Schlüsselwort OR. Wir wissen aber, dass die gesuchte Person weiblich ist. Also erweitern wir unsere Where-Klausel mit dem Schlüsselwort AND und schreiben die Bedingung Geschlecht ist gleich W dazu. Werden Bedingungen mit einem AND und einem OR verknüpft, wird AND zuerst ausgeführt. Bei der Ausführung der Abfrage wird also zuerst überprüft, ob die gesuchte Person Meyer mit AY heißt und weiblich ist. Außerdem werden alle Personen, die Meyer heißen und mit EI geschrieben werden, ausgegeben, auch wenn sie nicht weiblich sind. Um das richtige Ergebnis zu erhalten, müssen wir also Klammern setzen, damit das OR vor dem AND ausgeführt wird. So, nun wissen wir, wie wir einfache SQL-Abfragen verfeinern können, um die gewünschten Informationen aus der Datenbank zu erhalten. Um die Ergebnistabelle auf gewisse Spalten einzuschränken, verwenden wir eine Projektion, indem wir die Spaltennamen im Select angeben.
Um die Einschränkung der Zeilen auf bestimmte Bedingungen machen wir mit einer Selektion. Wir geben also die Bedingungen in Where an. Zudem haben wir gesehen, wie wir diese Bedingungen mit AND und OR verknüpfen können und wann wir Klammern verwenden müssen. Bis zum nächsten Mal!